Und weiter geht's hier in der Aufnahme zu UltraCore und zwar live im Stream. Also falls ich eine Frage beantworte, die in den Chat läuft, nicht wundern, ich nehme das hier zeitgleich auf und wir machen weiter mit der Charaktererstellung. Und Nils packt jetzt hier schon seine Dinosaurier aus, denn er spielt einen Sauromanten. Ja, es ist fantastisch. Bonus für die, die solche Folgetiere haben, kriegen, also sie kriegen anderen Bonus, da du sowas nicht hast, kriegst du deinen Bonus dann auf andere Werte. So. Habt ihr verstanden, wie das mit den Gefolgstieren funktioniert? Trotzdem müssen wir jedes Tier einmal besprechen, bitte. Das ist ein Barabbasaurus. Denn wichtig ist. Und ihr beschwert euch, dass ich einen Umhang dabei habe und er hat einen kompletten Zoo? Wichtig ist ja auch gesellschaftliche Normen. Ihr könnt natürlich nicht, also wir starten unser Abenteuer in Kernheim. Sind sie das alle? Oder sind es nun. Möglicherweise ist dein Sohn etwas verwöhnt, Nils. So, hört ihr zu? Sind das alles deine? Tatsächlich sind die noch. Ich habe schon 20 Minuten geredet, wir müssen Charakter bauen. Bis auf den. Wir starten unser Abenteuer in Kernheim. Kernheim ist die Stadt, die quasi gegründet wurde, als der UltraCore gebaut wurde. Der UltraCore ist das Heiligste in dieser ganzen Welt. Wenn dieses Ding untergeht, dann ist vorbei. Dann sterben alle Lebewesen, die noch existieren. Und die Reichstrutze sind verantwortlich für den Schutz. Also du nicht, weil du aus der Leibgarde bist, aber die Hedonisten stellen die Schutztruppen für den UltraCore. Weil die schwächste militärische Macht waren, weil du halt gesagt, okay, dafür kriegen die Kernwelt und verwalten die Kernwelt. Und ihr seid auch sowas wie die Polizei in Kernheim. Du natürlich nicht, weil du aus der Leibgarde bist, aber Leute werden dich so sehen. Wenn die sehen, es ist ein Reichstrutz, denken die, fuck die Bullen. Mhm. So. Mhm. Wichtig zu verstehen. Also, in der Kernwelt lebt alles. Es gibt so gut wie alles, was ihr euch vorstellen könnt. Es gibt Jumanjen. Jumanjen sind Lebewesen, halb Tier, halb Mensch. Ihr könnt einen Gecko-Menschen treffen. Es kann Spinnenmenschen geben, Bienenmenschen. Es gibt jedes Tier- und Mensch-Kombination gab es in den alten Reichen im Grunde. Manche sind verbreiteter, andere sind seltener. Es gibt Grux, das sind so kristalline Lebewesen. Es gibt Gibbs, die sind sowas wie Orks, die nur rumziehen. Es gibt Gargolyten, das waren ursprünglich mal die Feinde von allen. Das sind so Halb-Gargoyle-Wesen. Gibt's es kann Menschen, alles Giraffen? Geben. Ja, habe ich hier sogar ein Bild gehabt. Aber das hat nicht mehr reingesetzt. Habe ich rausgenommen. Oh Mann, warum? Ich hab's noch im Lager, ich zeig dir das. Giraffenmenschen. Das fand ich auch so cool, aber das sah nicht so aus wie die anderen. So, sehr wichtig ist, das habe ich eben schon mal gesagt, bei dieser Welt, wir füllen die gemeinsam. Wenn ihr denkt, dass es irgendwas gegeben haben sollte, könnt ihr das sagen. Wenn ich damit nicht übereinstimme, sage ich, lass mal kurz drüber sprechen, wie das funktionieren soll. Aber würdest du sagen. So, das geht jetzt mal raus so an die Kritiker, ja, auch wie ich, aber auch unter den Videos. Es gibt viele natürlich kritische Stimmen. Wir diskutieren immer gerne über diese ganzen Pen and Papers und über Situationen und auch über die Spielleitung und über die Spieler und so. Und dieser Moment jetzt, wie Hauke sich halt da freut über sowas und da halt richtig aufgeht und Spaß hat und Herzblut reinsteckt und einfach so, ja, wie cool, einfach Giraffenmenschen und einfach mal so losgelöst Spaß hat, das ist halt auch ein Teil von Hauke, ja. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Wie gesagt, dieses sehr, sehr strikte, den Spielern vorschreiben, was sie so tun sollen, das legt er in der Retrospektive immer so nach und nach ab und wird einfach immer lockerer und so. Und das merkt man halt auch. Und das bringt auch die Spieler weiter und das Let's Play weiter und so. Das sind so schöne Momente, wo man sieht, okay, man kann ihn mögen oder auch nicht, aber das ist eigentlich kein verkehrter Typ so. Also der macht sein Ding und der hat Spaß dran und er investiert halt auch viel, viel Kreativität da rein. Also, wie gesagt, alles in Ordnung, hätte ich gesagt. Ich habe einen Kumpel, der ist ein Giraffenmensch. Mhm. Würde ich sagen, ja, okay. Habe ich. Würde ich nicht mal widersprechen. Würde ich sagen, kann schon sein. Delfin-Zebra? Mensch. Ja, zwei Tiere kombinieren sind Jumanji nicht. Debra. Oktopusmann. So, gib mir eine Sekunde, da. So, ihr dürft jetzt, fangt erstmal bitte an, euch jetzt Skills zu geben. Was haltet ihr für wichtig beim Charakter, so wie ihr das immer gemacht habt? Schreibt die erstmal in die passenden Gruppen. Nochmal zur Erklärung, Handeln meint körperliches Handeln. Wissen meint alles, was ihr wisst, beziehungsweise alles, was so an Knowledge über bestimmte Themen da ist. Da rein zähle ich Dressur von Tieren. Wissen. Ja, das ist nicht Handeln, das wäre Quatsch, weil du musst nicht körperlich stark sein, um
Und hier, also grundsätzlich ist, nicht, ist es hilfreich, aber und das Letzte ist soziales Interagieren. Wie ist denn zum Beispiel sowas, also ich habe jetzt bei meinem, da ich ja aus so reich groß geworden und gutem Hause bin, ich davon ausgegangen, dass ich auch viel Bildung erfahren habe, ist dann Bildung schon ein sozusagen, das ist ja so ein bisschen sehr allgemein. Sehr allgemeiner Begriff, aber wie würde man das denn, ist ein guter Punkt. Aber also, jetzt jedes Schulfach auflisten ist ja auch ein bisschen doof. Also das Ding ist, sobald du Punkte in Wissen gibst, wird Wissen insgesamt ja auch besser. Ja. Das heißt, um das wiederzuspiegeln, musst du da eigentlich nur Punkte verteilen. Wichtig ist, ihr kriegt normalerweise 400 Punkte zum Verteilen. Ihr kriegt nochmal 100, die ihr aber nur auf Tiere verteilen dürft. Und du kriegst 100, die du auf alles verteilen darfst. Um wieder zu spiegeln, dass du halt nicht Teil der normalen Gesellschaft bist. Wie mache ich das mit den Tieren? Ich habe auch ein Reittier, ne? Die schreibst du ganz normal bei Wissen dazu, als wären die ein Talent. Wenn du sagen willst, ey, ich weiß nicht, was ist zum Beispiel dein Haupt, dein Reittier? Was ist das für ein Saurus? Das ist ein Giganotosaurus. Wie groß ist denn der? Bisschen größer als ein Tyrannosaurus. Ja, das Ding ist, bei sowas würde ich immer drüber nachdenken, was ist noch praktisch. Ist okay, aber der kann nie in eine Stadt. Sobald du einen Ort betriffst, kann der nicht mit da rein. Die sind nicht dafür gebaut, die Städte. Wie denn? Da gibt es doch bestimmt eine Hauptstraße oder was? Ja, aber Kernheim ist nicht gebaut, damit du da mit einem riesigen Saurier durchreitest. Okay, ich habe natürlich noch einen Quetzalcoatlus. Wobei das ein Pterodactylus ist. Ja. Aber der Pterodactylus ist nur unwesentlich kleiner. Nur das ist wichtig zu bedenken. Das ist halt folgt logischen Regeln. So wie sein Pferd wird auch nicht mit in der Stadt rumlaufen. Das ist kein Pferd. Ja. Was ich von Ultracore gelernt habe, ist das Wort Quetzalcoatlus, was ich vorher noch nie gehört habe. Den habe ich hier extra gebaut. Ich habe gesagt, kannst du haben. Oh. Den habe ich gebaut, damit ich ihn in eine Stadt mit reinnehme. War der irgendwann mal ein anderer? Also kann man noch erkennen, was der mal für ein Wesen war? Oder ist das wirklich so aus verschiedenen Bauteilen? Um ehrlich zu sein, habe ich einfach genommen, was da war. Also es gibt, also ich habe da jetzt nicht groß, ich habe nach Länge gesortiert und nicht nach. Theoretisch kann der auch halb Maschine, halb Wesen, weil es gibt sowas wie Rudimente, die unter deiner Welt ist. Also alles. Zu 20% Baum, zu 30% Mensch, dann ist da noch ein bisschen Maschine mit drin. Genau. Der Rest ist, sag ich mal, unter 20 Baum, 30 Mensch, was soll der jetzt? Naja, guck ihn dir doch mal an. Ja, der Typ ist absolut die Krone der Schöpfung, meiner Schöpfung. Ja, der Kameramann offensichtlich nicht. Amerika. Ja, also das macht schon Sinn, dass das übrigens ist halt einfach, gemacht. Ist ja nur wichtig, weil wenn ihm irgendwer über den Weg läuft und sagt, ey, Moment mal, warum hast denn du da einen? Das bräuchte ich halt auch, ne? So ein Design-Team, die Sachen für mich zeichnen. So. Das ist halt super geil. Ich hab gedacht, ey, gibt's das? Kann man das überhaupt einfangen mit der Kamera? Ist schwierig wahrscheinlich, ne? Giraffenman. Oh, die sind super. G-Man. Wenn sehr ich das gut geahnt hätte, dass es auch Giraffenmenschen gibt. So. Hättest du einen? Ob ich einen kenne? Jetzt auch einen. Wenn ich also ich habe euch aber auch geschrieben, es wäre cool, wenn ihr die Hauptrassen spielt. Also wenn ihr sagt, wir spielen jetzt keine Jumanjen. Das wäre gegangen, aber wäre halt besser gewesen, wenn ihr eins der Völker spielt. So, okay. Während ihr das macht, lese ich mal vor, was es noch so an Völkern gibt. Ihr dürft euch einmal kurz eurem Charakter. Darf ich noch einmal ganz kurz, weil ich es immer noch nicht hundertprozentig gecheckt hatte, was jetzt mit diesen 100 Punkten für diese Tiere ist? Mhm. Also wie vergebe ich die? Ihr dürft 400 Punkte auf alle Talente vergeben. Genau. Bei diesem System ist es ja so, im Grunde ist ein Punkt ist 1%. Ja. Wenn ihr auf 50% würfelt, habt ihr eine 50% Chance, das zu schaffen. So. Wenn ihr habt aber nochmal 100 Punkte, die dürft ihr aber nur auf Talente vergeben, die irgendwie mit euren Begleitern zusammenhängen. Wenn du jetzt sagst, ich habe noch ein Dino bei mir, oder ich weiß nicht, du hattest ja auch gesagt, du hast noch einen Rudel Velociraptoren. Mhm. Die hat Alvin einfach huhngroß gemacht, was ich auch gut finde. Ja, dann würde ich das sagen, aber ist es eher ein Compsognathus-Rudel. Fünf davon, fünf kleine ist von mir aus ein Lebewesen. Was? Fünf kleine? Fünf kleine ist ein Lebewesen. Die zähle ich als ein Tier. Also zum Beispiel so fünf Compsognathen sind ein Lebewesen. Okay, genau, sind ein Rudel. Quasi. Ein so, und würdest du jetzt sagen, Compsognathen-Attacke, würde ich sagen, okay, dann gib da Punkte drauf, wie gut du das hast. Wie viele Punkte hast du auf Compsognathen-Attacke? Mhm. Also ich gehe davon aus, normale Dinge, ein Dinosaurier, was die immer können, ist grundsätzlich euch folgen, irgendwo bleiben oder halt ne, wieder herkommen. Das kann jedes Tier immer. Okay. Aber ich darf auch. Also ihr könnt denen sagen, also bleib da stehen, dann bleiben die da stehen. Also meine Fledermäuse und den Körperklaus soll ich jetzt zusammen. Nee, die sind jeweils eins. Also ich meine, die sind, naja, aber das sind beides Angriffe sozusagen. Ja. Das sind einzelne Attacken. Kann ich die unter Handeln? Nee, unter Wissen. Die beiden unter Wissen. Genau, okay. Genau. Alles, was mit Gefolge zu tun hat, ist unter Wissen. Aber wichtig ist nur, sollen die was holen, ist das apportieren. Dann müsst ihr einen apportieren-Wert haben. Sollen die ein Schloss knacken können, dann müssen die Schlösser knacken. Moment, jetzt hab ich aber doch. Hä? Jetzt habe ich aber doch gerade Klaus geschrieben und jetzt gebe ich dem doch gerade Punkte dann. Also nee, das meine ich. Klaus, was soll Klaus können? Das muss Punkte haben. Ja, klauen. Dann kannst du einfach sagen, Klaus. Ja. Ja, aber, na gut, okay, ich raff nicht ganz, aber gilt das dann für alle, wenn ich jetzt hier eine Sache hinschreibe? Ja, aber dann muss ich ja all das machen für Klaus, für die Fledermäuse und er muss das für jeden Dinosaurier genau, machen. Genau, also was ich damit begrenzen will, ist, dass ihr 100 Saurier habt. Und die können, aber jetzt, der Nils völlig wahnsinnig ist, kann ich jetzt meinen Klaus hinschicken. Die andere Aktion ist, dass ich euch Sachen wegnehme. Guck dich doch mal an.
An dieser Stelle, ich habe das noch nie erlebt, in keiner Gruppe, dass jemand so drauf ist wie der Nils, der so versucht, immer alles irgendwie auszuweiten, immer zu umgehen, immer die Regeln immer noch zu beugen und noch mehr reinzufuchsen. Und es ist halt so, es wird in diesem Let's Play häufiger mal vorkommen, dass er auf einmal Dinge mit diesen Tieren macht, die jetzt vielleicht nicht so da steht, die er sich nicht so gedacht hat. Und Hauke kommt halt, man hat, ich glaube, man ist es auch irgendwann leid und sagt so, ja komm, dann mach das halt, mach die Aktion halt. Aber also so einen Spieler wie den Nils habe ich außerhalb hier von Rocket Beans noch nie erlebt, der halt immer, immer, immer wieder bohrt und bohrt und bohrt. Ja, viel Spaß bei der Kinderbetreuung, Kai Luca 82. Ja. Wir machen hier Livestream und Aufnahme für den Kanal. Also diese Sachen werden dann auch nochmal separat veröffentlicht. Ja, genau. Kannst du schön nebenher hören, das ist cool. Ja. Übrigens, meine Inhalte auch als Podcast, ja, auf meinem auf meiner Homepage www.dance-abenteuerwelt.de. Da kann man die ganzen Sachen runterladen und noch als Podcast nebenbei hören, wenn du Bock hast. Also, es ist einiges los. So, und weiter geht's mit Nerv Nils. Ja. Also, ich meine, dein Klaus wird ja besser sein als seine Viecher, wenn er halt 5 hat. Das ist die ist Idee so? Davon. Ja, ja, du hast ja 100 Punkte mehr bekommen. Der bohrt sich nämlich in deine Dinosaurier hinein und von innen schraubt er die auseinander. Wichtig ist ja auch nochmal. Wie ist das denn, wenn er jemanden wiederbelebt? Warte mal kurz, bitte. Denn ihr spielt ja verschiedene Regelwerke. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Die 50 sind ja nicht der finale Wert. Je mehr Punkte ihr in die Gruppe Wissen gebt, desto mehr kommt ihr am Ende, wird nochmal oben drauf addiert. Ja. Das wird dann nochmal durch 10 geteilt. Wenn du 50 drauf gibst, werden es schon 55. Wie ist das, wenn er welche wiederbelebt? Kosten die auch irgendwas? Die müssen dann komplett, muss eine Lochkarte rein. Das ist nicht mal eben, ne? Die stehen nicht, die liegen da nicht rum, du schiebst eine Karte rein und los geht's. Die müssen erstmal präpariert werden. Na komm, hast du das schon mal gesehen? Das ist mittlerweile ganz enorme Fortschritte in der Forschung. Also das ist teilweise fast schon. Es ist auch auf jeden Fall grundsätzlich möglich. Dauert nur halt. Ist jetzt nicht mal eben so ein Handgriff. Jahrhundert. Man weiß ja nicht genau, ist es ein nützlicher Skill, wie wird er das später auslegen? Aber da würde ich dann zum Beispiel euren Grundwert nehmen, weil das ist ein nagelneuer Ghoul, der ist noch nicht so dolle, ist noch nicht aktiviert. Ja, zwei Hand. Also er hat zwei Hände. Ja, genau, also, es geht ja auch. Ist ja nicht, dass der nichts kann. So würde ich dann Angriff würfeln, würde ich auf deinen Grundwert würfeln einfach. Ja. Okay. Also. Ich habe nichts verstanden, leider. Ja. Kannst du mir nicht einfach sagen, wie ich Klaus jetzt hier. Ja, das ist auch immer so eine Sache als Spielleiter. Da muss man halt immer echt gucken, wenn man das Abenteuer vorher schon kennt, dann kann man den Spielern auch mal den einen oder anderen Hinweis geben, dass ein Skill oder eine Fertigkeit vielleicht eher nicht so häufig drankommt, aber man darf nicht vergessen, die Spieler, wenn die irgend so was nehmen, was jetzt nicht so reinpasst, dann müssen sie auch gucken, wie sie diese Fähigkeiten vielleicht auch mal einsetzen können. Das heißt, die Spieler können ja auch manche Dinge beeinflussen in einer Runde, dass sie halt diese Fertigkeiten dann auf einmal einsetzen, weil der Spielleiter vielleicht auch gar nicht dran gedacht hat. Also da muss man immer so ein bisschen die Waage halten. In der Regel finde ich das aber auch gut oder mache das aber auch selber so, dass ich sage so, ja, hier, es macht halt Sinn, dass du das und das wählst und das macht eher weniger Sinn. Aber in der Regel spreche ich den Figuren nicht in ihre Rolle rein. Weil wenn zum Beispiel jemand sagt, er möchte einen Pirat spielen, und er nimmt halt, weil er ein Pirat ist, muss er halt, oder ist ein Steuermann, muss Boote lenken nehmen. Dann würde ich im Leben nicht sagen, jo, du darfst jetzt, es macht keinen Sinn, Boote lenken zu nehmen. Es gehört zu der Figur. Ja? Das muss auf jeden Fall dann mit rein. Aber ich würde ihm dann raten, mach den Wert vielleicht nicht zu hoch. Aber in der Logik der Figur muss es rein. Ja, man kann nicht sagen, man ist ein Steuermann oder ein Pirat und kann das halt nicht. Also das ist immer so ein Spagat. Und gerade hier bei How to be a Hero, da wo ja alles möglich ist, man kann ja einfach alles wählen, da ist das nicht auf ein Setting beschränkt. Da muss man halt ganz, ganz stark verhandeln mit dem Spielleiter. Und ich bin auch der Meinung, dass das auch manche Spieler, gerade wenn sie neu sind, manche Spielertypen überfordert, wenn sie keine Orientierung haben. Die einzige Orientierung ist halt der Spielleiter.
Aber so die Ideen, wie komme ich denn auf irgendwas? Was könnte ich gebrauchen? Was könnte meine Figur haben? Das werden vielleicht manche Spieler halt dann ein Problem haben, wenn sie dann nicht irgendwie eine Liste haben, wo sie was auswählen können, sondern sich alles selbst einfallen lassen müssen. Also gerade neue Spieler muss man gucken, ne? Da muss man sie dann halt an die Hand nehmen, auch viel, viel stärker dann auch, ja, obwohl es relativ einfach ist. Reinbringen. Was soll Klaus können? Ja, der ist mein Kämpfer. Der ist der Gut, dann Klaus. Klaus hat für mich Klaus Kampf. Das würde ich als eins gelten lassen. Klaus das Kampf. Ist Angriff und Verteidigung. Klaus Kampf und da gibst du Punkt drauf. Alles, was er, wenn er kämpfen soll. Okay. Wenn Klaus Dinge holen soll, Klaus ist halt echt hohl. Wenn er Dinge holen soll, musst du das skillen. Gut. Klaus apportieren, Punkte drauf geben. Wenn Klaus stehlen. Ja, aber tragen kann ich selbst, aber halt, ich brauche halt einen, der kämpft. Genau. Tragen gehe ich jetzt mal von aus, das können die alle. Also die sind. Wir gehen da, also ich habe ja gesagt, die können immer, könnt ihr denen sagen, bleib da, komm zu mir oder geh irgendwo hin. Das kriegen die schon. Hunde, sag ich mal, Hundestyle. Wie ein schlecht trainierter Hund sind die immer. Okay. Aber eurem Hund könntet ihr jetzt auch nicht sagen, bring mir die Zeitung, bring mir die Zeitung. Und er würde verstehen, dass es um die Zeitung geht. Wenn er aber apportieren Wert hat, könnt ihr schon drauf zeigen, wenn er gut ist und er versteht, ah, ich soll diesen Gegenstand holen. Der Blick geht ganz stark zu Nils rüber bei dieser Geschichte. Wenn ich jetzt mir einen hohen Tierdressurwert mache, aber die Tiere trotzdem einzeln skillen muss, ist Tierdressur ja musst du nicht skillen. Okay. Das macht einfach keinen Sinn quasi. Ja, gut, weil du es von nämlich gesagt hast. Genau, genau. Entschuldigung. Nee, ja. Es gibt Tierdressur, fällt dann quasi weg, weil ich, bisher war es immer so, dass ich unnütz fand, ihr habt ein Talent, das ihr im Grunde auf 10 Dinge benutzt, aber eigentlich nie so, wie es benutzt werden sollte. Ist Fallen entschärfen ein Wissen oder ein Handeln? Das kommt drauf an. Das würde ich so ein bisschen optional, wie du es besser. Ich finde ehrlich gesagt, es ist Wissen, weil da musst du keine körperlichen. Klar, du musst geschickt sein, aber wenn du jetzt es lieber bei Handeln hast, würde ich es durchgehen lassen, dass Behandeln ist. So, warum hast du flirten? Na, okay, flirten. Ich erzähle noch mal, macht mal einen Moment eure Charaktere, dann erzähle ich was den anderen Völkern. Ich einfach, das ist ja auch richtig, halt ein Fucker bin. Es ist zu viel von den Hennonisten. Ich bin reich und der Garde und hübsch. So, und die anderen dann brauchst du ja kein Flirten. Musst du aber nur den Deal erzielen. Ja, du weißt doch, okay, ich muss doch mich vorbereiten. So, die anderen Völker. Es gibt noch die Dampfzwerge. Niemand weiß so genau, wo die eigentlich ursprünglich herkommen. Ich fasse das jetzt mal so ein bisschen kurz zusammen, damit es nicht so viel Zeit ist. Ja, die meisten Völker. Die meisten Völker, also die Dampfzwerge leben im Norden in den Aschebergen. Haben wir die Karte schon da? Können wir die mal zeigen, Alvin? Dann können wir nämlich einfach mal die Karte. Ja! Oben sind die Ascheberge, da kommen die Dampfzwerge her. Links das große, die Litikalebene, yes. Die Heimat der Sauromanten, wo auch Nils herkommt. Ja, dann der Dschungel von Initos, da hat leider niemand einen Genetiker genommen. Da ist schon lange kein Dschungel mehr. Das ist komplett von hinten bis vorne vergiftet. Da erzähle ich gleich nochmal was zu. Askiliath, ein Gebirge, ich sage auch gleich nochmal, wie das aussieht. Da kommen die Wiederzähler her, also auch Simon. Ja. Unten haben wir die flüssigen Ebenen, da kommen die Kinder der Quelle her. Dann haben wir ganz unten links Ambros, das reichste und schönste Land, sagen viele. Da kommen die Hedonisten her und damit auch Eddies Volk. Und in der Mitte die Kernwelt. Ursprünglich war da gar nichts, aber gegründet, da leben alle Leute, die sonst kein Heimat in irgendeiner Reiche finden. Unser Zeichen ist. Und das war das, was ich eben meinte. Ich weiß nicht, ob es in dieser oder der letzten Folge war, mit so komplex ist es halt auch nicht. Ne? Er hat sich halt so ein paar Traits ausgedacht. So, ne? Die einen hier Dinosaurierbezug, die anderen so Halbmagier mit diesen Lochkarten. Zwerge, die halt auch Steampunk benutzen, wie bei WoW. Also, das sind alles so altbekannte Versatzstücke, auch aus verschiedenen gefühlt Computerspielen, und die man dann sehr, sehr schön halt einpassen kann. Es ist nicht so hyperkomplex und alleine nur durch diese Erklärungen hier könnte jeder jeder sagen, okay, aufgrund dieser Grundlage spiele ich einfach, weil man einfach so eine grundlegende Vorstellung davon hat. Also auch als Spielleiter hat man ungefähr so eine Vorstellung. Und es ist ja alles frei. Hier sind ja noch nicht mal Städte verzeichnet, ja. Man kann einfach Dinge tun, man kann Flüsse einzeichnen, man kann Stories sich überlegen, man kann Luftschiffe von WoW einbauen. Also wenn man an WoW denkt, dann ist man auch sehr, sehr nah hier dran. Also das ist schon, ja, gerade für die Computerspieler halt auch ein super Connection-Punkt hin zum Pen and Paper, zum klassischen Pen and Paper. Also deswegen finde ich ja, dass die Rocket Beans das dann so cool machen, so als Botschafter, um diese ganzen Gamer rüberzuziehen zu den ganzen klassischen, alten, coolen Pen and Papers, die es da draußen noch gibt. Also die öffnen quasi eine Tür, aus der man
wenn man da einmal durchgegangen ist, nie wieder rauskommt. Jedenfalls geht's mir so. Kaviar im Kelch. Ein Kelch Kaviar, bitte. Danke, Alvin, danke. Das ist die Karte, um es einmal gesehen zu haben. So, ganz oben leben, wie gesagt, die. Oh. Let's all vote! So, ganz oben leben die Dampfzwerge. Ich versuche es immer so ein bisschen einfach zusammenzufassen, für was die so stehen. Kann man sich ja, wie der Name schon sagt, denken. Die bauen Maschinen. Da ist es denkbar, dass so roboterähnliche Dampfkonstrukte, die gelenkt werden, die können Schusswaffen haben. Alles, was irgendwie mit Dampf und Feuer passiert, das machen die. Ich habe auch immer so ein Zitat zu jedem Volk, das wurde auch schon veröffentlicht. Die Dampfzwerge haben, wenn es nicht durch ein heißes Feuer oder ein kühles Bier am Leben gehalten werden kann, ist es kein Mechanismus, der mich interessiert. Gyroschmiedemeister Gustav Kromkeil hat das gesagt. Das macht die Dampfzwerge aus. Die führen die ganze Zeit Krieg. Ist ein sehr kriegszerrissenes Land. Solltet ihr zum Beispiel im Laufe dieses Abenteuers denken, wir wollen eigentlich nur kämpfen, das ist, wo ihr hingeht. Die heuern Söldner an, die wollen nur Krieg führen. Die haben auch die meisten eindringenden Völker gehabt. Du hast jetzt mehrfach schon gesagt, dass wir verschiedene Wege haben. Wie glaubst du, werden wir diese Wege entscheiden zusammen? Oder werden wir einzeln voneinander? Es kann sein, dass sein. Also, am Anfang wird es so sein, dass es völlig kleinste Dinge gibt, die ihr tut oder nicht tut, und dadurch fällt euch ein Hinweis auf einen dieser Wege vor die Füße, und okay, den findet ihr oder findet ihn auch nicht. Manchmal gibt es auch mehr einen Charakter, der euch mehrere dieser Plots offenbaren kann. Also die Plots sind auch alle so verworren. Es gibt 7 Hauptplots und die sind alle so ein bisschen ineinander verkeilt, und wenn es kann nicht sein, dass ihr nichts findet. Also ihr werdet immer einen davon entdecken, mindestens. Ich denke, ihr werdet alle entdecken, aber ihr geht nicht allen nach. Mhm. Oder ihr geht erst einem nach und dann kehrt ihr irgendwann um oder weicht vom Weg ab. Also, das würde ich ja gern mal im Detail mit dem Hauke besprechen. Also, es gibt 7 Hauptplots, die alle ineinander führen. Also, ich vermute mal, dass das einfach, dass jede Region tut einfach Dinge. Es sind ja 7, ne? Es sind, ich glaube, diese 6 Reiche, die wir eben hatten. Vielleicht kann ich das hier nochmal so. Hier unten, ja genau, so klein einblenden. Ne? Es sind 6 Reiche außenrum und der Kern, das heißt also 7. Es gibt 7 Plots, das heißt, er hat in jedem Ding, hat er sich was überlegt. Ja? Eine kurze, ein Anknüpfpunkt. Also eigentlich ist das, müsst ihr euch das so stelle ich mir das vor, was Hauke getan hat. Er hat einen roten Faden, ja, und an diesem roten Faden steht vorne, okay, irgendwas stimmt nicht mit dem Ultra-Core, und am Ende steht, alles bricht zusammen, riesiger Krieg, bla bla bla. So, und jetzt bindet der an diesen roten Faden 7 weitere Fäden, wie diese ganzen Regionen damit zusammenspielen. Das heißt, was machen die Sauromanten, was machen die Wiederzähler in Verbindung mit dieser Katastrophe, die da läuft. Ich würde es, wenn das der Hauke so gemacht hat, dass er da auch wirklich so Dinge geschrieben hat, kann ich einen Tipp geben, da bin ich mittlerweile komplett überzeugt von, und es ist für mich eigentlich nur noch der Way to go. Ich muss wissen, wie Fraktionen funktionieren oder wie NSCs funktionieren. Das heißt, ich mache mir mehr Gedanken darüber, wie eine Fraktion oder eine Figur ist, was sie für Motivationen hat und was sie für Charaktereigenschaften hat. Viel weniger darüber, was sie dann und dann tut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das ist also für mich so die alte Herangehensweise, so vom Hauke zum Beispiel oder auch von mir früher. Um 19 Uhr macht diese Figur das und um 20 Uhr macht diese Figur das, und wenn die Spieler das machen, dann macht diese Figur das oder das und so. Und an das wieder zu denken beim Spiel und das auch einfach irgendwie in eine logische Reihenfolge zu bringen, ist halt ein großer Verwaltungsaufwand, und es ist viel, viel, viel effizienter, leichter, cooler, flexibler, wenn man sich nur überlegt, wie die Figur handeln würde. Man kann sich ja so ein paar Ideen ausdenken. Ja, man könnte sagen, eine Deadline. Ja? Wir haben jetzt Private Eye gespielt, ein Detektivrollenspiel, und da habe ich ganz, ganz schnell, konnte ich was entwickeln, wie eine Figur auf eine Situation reagiert, weil die Spieler haben eine Sache gemacht und das löst was bei Spielfigur B aus, und ganz, ganz logisch, ich habe das
schnell runtergeschrieben, innerhalb von 5 Minuten, und dann stand schon wieder die nächste Session, weil diese Figur halt einfach das abarbeitet. Ob die Spielfiguren jetzt darauf reagieren oder nicht, oder diese Figur dabei erwischen, das ist eine andere Sache, aber so kann ich halt sehr, sehr schnell und sehr, sehr flexibel auf alles reagieren, was die Spielfiguren tun, weil ich weiß, wie die Gegenseite handelt. Also ich brauche effektiv nur für ein Rollenspiel ein bisschen Fantasie für Locations, einen roten Faden, wo soll es losgehen, wo soll es ungefähr enden, und die handelnden Figuren innerhalb dieser Szene, was tun die oder was tun die Fraktionen? Ab wann ungefähr, muss auch nicht ausformuliert sein, aber ab wann wird das der Gegenspieler auf die Spielfiguren aufmerksam? Ja, was müssen sie ungefähr tun, dass jetzt der Gegenspieler sagt, so jetzt gehe ich aktiv gegen die Spieler vor? Und so kann man ganz, ganz schnell reagieren. Jo, der Simon schreibt, guter Tipp, richtig Spaß macht das Spielleiten nur, wenn man ein bisschen improvisieren kann, statt sich sklavisch an einen Zeitplan zu halten. Also ja, das stimmt, genau das ist so. Ich bin jemand, der sehr lange braucht, um was vorzubereiten, weil ich ganz, ganz viel vorbereite. Aber die Art, was ich vorbereite, hat sich halt komplett verändert. Ich habe mir vorher die Story überlegt und mittlerweile überlege ich mir die Story nicht mehr, weil die Figuren die Story erleben. Also sie sollen machen, was sie wollen. Sie werden dann schon, man kann sie auch während dem Spiel, das darf man ja auch nicht vergessen, man kann sie als Spielleiter, man hat so viel erzählerische Macht, man kann die Spieler dann auch ohne jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt da und da hingehen, kann man sie in Richtungen buxieren aufgrund von Dingen, die man einstreut. Ja? Ich glaube, das braucht aber ein bisschen Zeit, muss man ein bisschen üben, dass man da so reinkommt. Und improvisieren, das ist für mich halt, ja, das gehört einfach so zu meinem Stil auch mittlerweile dazu. Also Improvisation nutze ich nicht unbedingt, um jetzt den großen Plot mir auszudenken. Den denke ich mir vorher aus. Aber ich nutze Improvisation, um die Story in eine Richtung zu lenken und den Spielern die Freiheit zu geben, machen zu können, was sie wollen. Und da ist halt für mich wichtig, dass ich entweder die Welt sehr, sehr genau kenne. Das ist für mich wichtig, deswegen brauche ich so lange, um vorzubereiten. Das heißt, ich muss genau wissen, wie die Welt funktioniert. Und das funktioniert zum Beispiel in so einem Sherlock-Holmes-Setting super einfach. Ich kann mir vorstellen, okay, London, Themse, Lagerhäuser, East End, Schuppen, Mietskasernen, Wäschereien, Schneidereien, alle möglichen Läden. Da muss ich mir jetzt nicht vorher 150 Seiten Buch vorschreiben oder lesen oder was auch immer. Das kann man improvisieren. Oder man spielt wie hier in dieser Welt in Ultracore, wo die Spielfiguren keinerlei Gefühl dafür haben, was funktioniert und was nicht, was existiert, was nicht. Da kann man ganz schnell improvisieren, weil man einfach sagt, ja, es ist halt so. Es ist halt so ein bisschen dieser billige Ausweg. Ja, es ist halt Magie. So. Aber ja, den versuche ich immer am wenigsten zu ziehen, diesen Magiefaktor. Ne? Okay, dann machen wir weiter. Sonst wird das hier... Eieieiei. Wenn das so weitergeht, werden wir heute gar nicht mit der Charaktererschaffung fertig. Uiuiui. Und es ist ganz viel halt, keine Ahnung, wenn ich euch von Problemen... Aber es macht auch Spaß mit diesem Input von dem Chat, also das gefällt mir sehr ganz, ganz gut. Gibt's eine Waffenkammer? Sag ich, ja, gibt's. Das werden wir mal testen, ja, ob das wirklich alles so geht. Ja, wenn das unrealistisch ist, natürlich nicht. So, dann die Stämme der Sauromanten haben wir schon beschrieben. Mhm. Da ist das Zitat nochmal. Jetzt hab dich doch nicht so, da sind noch genug Zähne, an denen du dich festhalten kannst. Sauromantenvater zu seiner Tochter. Die Wiederzähler hatten wir auch schon. Die haben das Zitat, wenn es ein Programm gäbe, das diesen kalten Wesen Gefühle einhauchen könnte, dann wüssten die Wiederzähler davon und würden es wohl dennoch für sich behalten. Unbekannt, genau. Nur der große Kobol weiß davon. Die Kinder der Quelle, zu denen haben wir noch gar nichts gesagt. Ich bin überrascht, dass die niemand genommen hat. Ich glaube, ihr habt nicht verstanden. Die Kinder der Quelle sind die einzigen, die Magie beherrschen. Okay, ich sterbe eben kurz. Die beherrschen das Aqua, und das Aqua ist sowas wie reine Magie. Die können wirklich Dinge schweben lassen. Die können Dinge aus dem Nichts erschaffen mit Aqua. Also nicht materiell, aber die können zum Beispiel theoretisch ein Wasserpferd formen. Die können damit Kugeln schießen. Das ist wirklich richtige Magie. Wie langweilig.
Ein Wasserpferd. Die leben eben ganz im Süden. Nicht mal eine Wassergiraffe. Wichtig ist zu den Kindern, also für die Dampfzwerge nochmal schnell. Die Dampfzwerge haben den Ultra-Core im Grunde mit den, die haben den Gyrophasmus-Kern entworfen. Das ist das Herzstück des Ultra-Core. Deswegen rühmen die sich auch so ein bisschen damit, dass sie eigentlich die Retter der Reiche sind. Die machen den meisten Krieg und sie haben den Ultra-Core gebaut. Eigentlich ist alles ihr Verdienst. Das ist schon auch ein arrogantes Volk. Alle Buchstaben des Alphabets benutzt, ne? Als du die ganzen Dinge benannt hast. Der Gyrophasmus-Kern ist geil, ne? Das hat so Bock gemacht, diese Welt zu erfinden. So, die Kinder der Quelle leben in den flüssigen Ebenen. Das wurde durch das Aquanoptikum zusammengehalten. Die mussten ein Stück aus ihrem heiligen Aquanoptikum nehmen und das geben, um diesen Kern. Also Fantasie und Namen, das kann er. Die Ebenen so ein bisschen zerrissen. Das heißt, das folgt nicht mehr den sinnvollen Regeln von Wassergefällen. Das heißt, irgendwo fällt ein Wasserfall runter und dann fließt das Wasser aber einfach wieder bergauf, fällt irgendwo anders runter. Also die Ebenen sind zerrissen, sind nicht mehr so, wie sie mal waren. Deswegen reist deren Königin, Jalkassa, auch die ganze Zeit durch das Land und besucht die einzelnen Siedlungen. Also was wie eine richtige Hauptstadt gibt's quasi auch gar nicht. Nur so diese Siedlung um den, um das Aquanoptikum. So, nächstes. Die Genetiker. Simon hatte kurz überlegt, ob er so einen nimmt. Die Genetiker sind das Volk, das die anderen Völker am meisten verachten. Die haben keinerlei Ehre. Ich hätte es wahrscheinlich genommen. Ich finde das super gut. Ja, super dumm hätte ich es nicht gemacht, aber... Das heißt, es gibt Genetiker, die sind 3 Meter groß, haben Zähne, die sind eher so Messer und irgendwie fressen ihre Opfer auf. Ich hatte das auch überlegt, dann dachte ich, es ist zu nah an, lass ihn bluten. Ja. So ein Kampftyp, der dumm ist. Und das Einzige, was die haben, was so ein bisschen... Ich wollte aber auch so einen machen. Genau. So einen stämmigen 3 Meter, aber dann... Nee, genau, ich wollte den 5 Meter und du hast gesagt, maximal 3 Meter. Ja. Und damit war das für mich... Das war halt auch so ein Ding, weil sonst kommst du in kein Haus rein und so. Ne? Du kannst halt nicht mehr in dieser Welt rumlaufen. Ich hätte dir gezeigt, wie ich da reinkomme. So, wichtig ist bei den Genetikern, wie gesagt, in den Kriegen ganz, ganz furchtbar. Also alle anderen Völker haben richtig Angst vor Genetikern. Es ist für die auch schwer, sich normal zu bewegen, weil die halt auch kaum eine Unterhaltung führen können. Mit Ausnahme der Toniker, die führen Vaporatoren. Das sind ganz schreckliche Waffen, mit denen die so Darts verschießen, die theoretisch zu Mutationen führen können, dich vergiften, aber auch heilen können und so. Ansonsten ist das wirklich eine eher brachiale Rasse. Ich denke total an Warhammer. Die schrecklichsten Krieger, die dieses Land und das nächste, ach, die alle Länder in allen Reichen jemals gesehen haben. Flamme, steh uns bei. Oberster Dampfgeneral Jachus Pulverfass vor der Schlacht am Inispass. Die kommen, wie gesagt, aus den Dschungeln von Initos. Da ist kein Dschungel mehr. Alles ist vergifteter Sumpf. Deren Hauptstadt Moloch ist auch so ein ganz, ganz grauenvolles, ja, so ein Bild einer Stadt, die eigentlich so brodelt und bebt und irgendwie, ja, ganz, ganz, ja, so. Außerdem die Vaporatoren, diese Waffen, mit denen die auf Flammen schießen und so, geächtet. In allen Reichen verboten. Werdet ihr mit so einer Waffe erwischt, kriegt ihr richtig Ärger. Also alle Reiche haben die komplett verbannt, weil das so eine schreckliche Waffe ist. So, die Hedonisten haben wir schon gesagt. Haben wir auch schon eigentlich alles zu erzählt. Und dann gibt es noch die Bewohner der Kernwelt. Das sind eben, wie gesagt, diese ganzen anderen Völker. Als diese Reiche, also als der Schild ins Leben gerufen wurde, wurde alle Leute, die, also alle Rassen, alle Menschen, alle Jumanjen, alles, was irgendwo rumkreuchte und fleuchte und noch kein Zuhause hatte, wurde in diese neue Kernwelt gefercht. Die Kernwelt ist auch wirklich, ist so Slums. Das ist eine riesige Stadt, die nur aus Slums besteht. Selbst wenn irgendwo die Stadt mal endet, sind da immer noch Dörfer und irgendwelche, ja, so eine Art Wellblechhütten quasi. Da leben alle Rassen, die man sich irgendwie vorstellen kann. So. Sieht man da auch nochmal genau in der Mitte ist das. Da ist aber eben auch der Ultra-Core mit dem Kernbaum. Das ist quasi so ein riesiges Gebäude und in der Spitze ist dieser Ultra-Core, von dem dieser Schild ausgeht. Ich weiß. Und das wird eben verwaltet von den Hedonisten. So, und das war eigentlich erstmal das Wichtigste zu den Völkern und der Welt. Ihr werdet im Laufe dieses Abenteuers noch mehr rausfinden, veröffentlichen über die Woche auch nochmal ein paar Sachen. Ich habe Dienstag auch einen Moin Moin, der erzählt ich auch noch ein paar Sachen zu der Lore und so. So. Jetzt könnt ihr Fragen stellen. Nun. Jo, an dieser Stelle würde ich dann auch mal das Video unterbrechen. Ja. Wie gesagt, ich nehme das ja als Livestream auf und als Aufnahme. Also schaut auch mal rein in die anderen Reactions. Ich habe es unter dem Video verlinkt zu Tears und zu Tabor. Ja, da gehe ich jetzt läuft gerade die nächste Staffel. Und ja, wir erforschen
das unterhaltsame Rollenspiel der Rocket Beans, das ja eher ein Unterhaltungsformat ist mit Pen and Paper. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Und ja, das war's jetzt für heute. Macht's gut, Leute, und ciao.